Ja, vielen Dank. Ich frage die Leute in Sachsen nach ihrem Glauben. Woran glaubst du? Woran glaube ich? Ja. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das ist ja mein christliches Glaubensbekenntnis. Also das Das habe glaube ich ich. gelernt im Konfirmandenunterricht, ja. Genau, das glaube ich und ich freue mich sehr, dass du mich unterbrechen. Ja. Natürlich, im Deutsch geht es noch nicht so Ach so, gut, ja, das geht dann aber noch weiter. genau, natürlich. Aber ich wollte damit deutlich machen, was ich glaube. Ja. Genau. Bis zur Heiligen Geist und die Heilige christliche Kirche. Und dann habe ich erstmal mehr oder weniger Ruhe. Ja. Alles eine. Was ist dir daran wichtig? Woran? Du hast gesagt, du glaubst an Gott den Vater, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist, Ja. an die christliche Kirche. Okay, und jetzt die Frage, was ist daran wichtig für dich? Also, das ist eine sehr schwere Frage zu beantworten, weil Oder das andere, ist, ich stelle eine andere Frage. erlaub mich, das ist Ja. doch, das ist die Grundlage von alles, was wichtig ist. Ist das, worauf die Ja. wichtigen Dinge überhaupt stehen kann und Ja, wachsen kann. also das ist für dich die Grundlage in deinem Leben. Ja, Ja. das ist wie, ja, da ohne geht es gar nicht. Ja. Das ist Und also wirklich. du bist ja hier in Sachsen, da wir haben ja 40 Jahre DDR gehabt, wo bei vielen der christliche Glaube verloren gegangen ist. Vielleicht kannst du denjenigen, denen das schwerfällt nachzuvollziehen, erzählen, wie das dir in deinem Leben hilft. Also, ich möchte behaupten, dass viele Leute hier in Sachsen nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt abhanden gekommen. Es ist immer noch da, aber sie besitzen nicht die Vokabular, das zu erklären, was schon in sie anwesend. Du bist ja auf die Praxis gekommen und findest, dass es wichtig, dass Glaube Ja. praktisch wird. Ja, natürlich, anders Ja. ist es nur Gequatsche. Ja. Und es gibt viele Leute, die viel reden können. Und Christsein ist doch ein Sein und nicht nur ein Sprechen. Und Ja. das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich sofort drauf. Welche Aber Dinge würden denn aus deiner Sicht zum Sein gehören, so zur christlichen Alltagspraxis, wo du sagst, also okay. das ist für dich als Christ sehr wichtig zu Nächste tun? Liebe. Ja. Nächste Liebe. Das ist sehr wichtig für mich. Ja, soll ich mehr dazu sagen? Ich kann vielleicht noch sagen, was ich mit Nächste Liebe meine. Ich denke, einer der größten Feinde der Nächste Liebe ist der Toleranz. Toleranz meine ich nicht. Ich meine Nächste Liebe, die bereit ist, mit seinem Gegner auch in Gespräch zu treten, der so viel Interesse in der Meinung seines Gegners hat, dass er sich damit auseinandersetzen werden und auch darum ringen werden, wenn die Meinungen unterschiedlich ist. Und sich. Aber sich dann auch nicht von ihm abwenden, wenn er eine andere Meinung hat, sondern dranbleiben. Nee, eben Ja, nicht. Das ist Toleranz. Ist zu, einfach. Toleranz ist ja eben zu sagen, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, noch ein schöner Tag, jeder das seine. Ja. Das Und ist für Liebe mich ist, miteinander Liebe nicht. dabei zu Liebe bleiben, ist zu ringen. aneinander zu bleiben. Liebe Und ist führst du auch so deine Ehe miteinander zu ringen? um Schmerz aushalten Ja. zu können. Wenn ich jetzt frage, wer ist Jesus für dich? Für mich ist Jesus der König, der ist Chef, ja. Er ist der Herrscher. Für mich, ich würde mal sagen, um zu zitieren, ihm ist gegeben alle Macht und alle Gewalt und im Himmel und auf Erde. Und wie bist du zu dieser Erkenntnis für dich gekommen? Und ich Ja. habe das erfahren in meinem Leben durch viele, viele Gegebenheiten, viele Situationen.
konnte ich erfahren, der Herr ist da. Der Herr ist wirklich da. Und ich erwusche jetzt, ich kann jetzt erzählen. An der Stelle würde ich gerne mal weiter ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich kenne einige, die nach solchen Erfahrungen suchen und mir sagen, ich hatte noch wenig solche Erfahrungen, aber ich kenne jetzt viele Christen, die sagen, ich habe das erfahren. Was würdest du den Leuten sagen, was sie von sich aus tun können? Ich meine, so eine Erfahrung ist immer ein Geschenk von Gott, aber welche Schritte kann der Mensch jetzt in Richtung dieser Erfahrung gehen? Also ich denke nicht, dass es zu ergreifen ist. Ich denke, es ist da. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, sie wissen, es ist da. Ein letztes noch? Ja. Der Schlüssel zum Glücklichsein. Also, nun freue ich mich an dieser Stelle, euch Deutscher Bismarck zu zitieren. Der Mensch ist nicht auf der Erde glücklich zu sein, sondern seine Pflicht zu tun. Ich liebe dieses Zitat. Ich denke, diejenigen, die Glück nachjagen, sie werden depressiv. Sie finden kein Zweck ihr Lebens mehr. Und wer aber seine Pflicht tut, der kommt vielleicht zum Glück. So. Geht zu den Leuten, die sich bemühen, ihre Pflicht zu tun. Und da findet man eventuell noch mehr Freude. Und was ist unsere Pflicht? Die Nächstenliebe. Ja, kommen wir übersprungen nicht diese Auseinandersetzung. Jesus Christus, wer ist er? Er ist der Grund des Lebens. Und ich denke, eine erste Pflicht ist zu ringen. Warum bist du hier? Warum sind wir hier? Was soll das alles? Ich denke, ich erinnere als kleiner Junge, ne? Als wissenschaftlich orientierte Jungs, wir haben ja Experimente gemacht, aber das ultimative Frage letztendlich ist, was soll das? Was soll das? Warum bin ich hier? Was ist mein Zweck? Und irgendwie, da wird man so beschäftigt mit Nebensächlichkeiten, dass diese Fragen abhanden kommen. Und komm, wir machen das eine Pflicht, das zu erringen. Was ist der Zweck, das alles hier? Genau. Und vielleicht kommen wir dann auch zur Freude. Oder wie war die Frage zu Die Glück. Frage war der Weg zum Glück. Zu Glück. Vielleicht kommen wir dann auch zu Glück. Ja. Glück auf. Glück auf. Genau. Eine größere Liebe, als das gibt. Für Freunde und Bekannten, da wird ein guter Mann vielleicht noch sterben. Aber für seine Feinde und für die Bösen zu sterben, das war bisher eigentlich unbekannt. Und da sind wir wieder bei Christus. Ja, eben. Meine ich doch. Und da können wir auch, denke ich, unser Interview enden. Ja. Vielen Dank, bitte schön, dass ich hier sein durfte bei dir. Ja.